Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 Places Original, nur hier bei mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Bäckerei ist angesagt. Wir hatten ja, wenn ich das richtig sehe, wir können noch mal kurz nachgucken, aber ich meine, es wäre so gewesen. Kartoffellager, ja. Wir hatten also nichts mehr hier, genau. Ja, was heißt denn hier Lager? Das muss eine Bäckerei sein, ne? Ach, Bäckerei. Habe ich letzte Folge auch Bäckerei gesagt? Aber ich meinte Mühle, ne? Ist klar. Ja, genau. Das ist in der Mühle. Und steht auf Behalten. Müsste also alles richtig sein. Schon mal kurz einmal hier gucken. So. Dann können wir mal die Zuckermühle wieder anfangen. Ja, Wolle. Irgendwas sagt mir. Ich bin nicht sicher, was das genau ist, aber irgendwas sagt mir, wir haben genug Wolle. Wir könnten also theoretisch mal demnächst Wolle auch verkaufen. Wolle verkaufen machen wir im... Ich guck gerade auf meine Liste, ich hoffe, ich fahre gerade aus. Stoff und Wolle. Im Mai. Ja gut. Weil die Textilkombinat, das scheint ja so ein bisschen überfordert zu sein, wenn ihr mich fragt. Überfordert. Und dieses Haus übrigens, hier unten am Mühle, ne? Das erinnert mich an so alte klassische Möbelhäuser, die an der Straße standen, wo man dann an so großen Schaufenstern vorbeiging und da standen da so zwei Möbel ausgestellt, nach draußen guckend. Und das erinnert mich das hier gerade so ein bisschen. Ja, ja, früher. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Also es gab früher sogenannte Innenstädte. Also bevor irgendwelche Stadtplaner die kaputt geplant haben. Kennt ihr wahrscheinlich. Also das kennt ihr wahrscheinlich. Und ja, da konnte man dann herumflanieren. Und dann hat die Innenstadt auch noch einen Nutzen über die Wiederwahl des kommenden Bürgermeisters und des Stadtrates hinaus. Die glaubten ja mit Sonnenbänken und irgendwelchen Ziermaßnahmen etwas Sinnvolles zu tun. Ja. So ist das nämlich. 16.000. Das ist gar nicht so viel. Das ist ein ganz schön schwerer Stein hier. Ich wollte nur mal gucken, was passiert, wenn man davor fährt. Und die Oma denkt sich auch, lui, 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 nein, lui, lui, lui. Juren van Dare. So, genau. Dann sollten wir aber auf jeden Fall genug Mehl haben. Das ist die Abladeseite, okay. Sollte man ja auch die, die Tasten, jetzt wo ich das ausgeblendet habe, ne, dann sieht man die auch mal wenigstens. Kann man wissen, dass wir auch an der richtigen Stelle abladen. Insgesamt ist die Bilanz der Bäckerei wie? Ja, es fehlte halt am Mehl, ne? Eier, Butter und so ein Zeugs haben wir. Und Palettenwagen mal eben wieder. Okay. Brot.
Brot, Brot, Brot. Okay. Und da muss wieder irgendwas hoch. Da muss wieder irgendwas entladen werden. Ah, der Kollege. Oh, weil der fertig ist. Oh, ey, das ging ja jetzt wirklich schnell. Überleg mal, als wir früher noch mit dem alten Drescher gearbeitet haben, wie lange der hier auf dem Feld unterwegs war. Leute, Leute, Leute. Huch. Ja, dann können wir das Rapsöl, das fahren wir ja dann wieder zur Ölmühle, ne? So, haben wir da einen Abladepunkt? Alrighty. Wie lange braucht der eigentlich, bis ein Baumwoll fällt? Ich habe da ja wirklich überlegt. Es gibt ja noch einen Baumwollernter mit einem größeren Maul. Das Problem ist, der macht kleinere Ballen. Und ich glaube, beides ist so für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben, ne? Das ist alles nicht schön. Ist das nicht schön? Richtig, das ist nicht schön. Tja. Was vielleicht eine Überlegung wäre, ist, wir sehen ja jetzt, dass wir zu viel Baumwolle haben. Dass wir uns ein etwas kleineres Feld kaufen oder aussuchen, wo wir das dann machen. Sowieso wieder Garderol mit diesen Investitionen, die der macht, ne? Der hat jetzt, der Garderol, der hat jetzt hier wieder so viel Geld auf dem Konto. Wenn wir das jetzt investieren würden, jetzt in neue Felder, dann ist die nächste Ernte, hat das alles wieder raus. Und der macht das einfach nicht, der Typ. Der ist so kernbescheuert. Das gibt's überhaupt nicht. Wie könnt ihr den eigentlich gucken? Ich frage euch das ja immer wieder. In zustimmendem, im wachsenden Maße findet das ja Zustimmung, diese Aussage, aber oh Mann. So. Ach, stimmt. Ich fahre ja die ganze Zeit diese Sachen hier in die neue Halle rein. Nur den LKW habe ich jetzt nicht da reingefahren. Der gehört ja eigentlich auch dahin, ne? So schön die äußere Ecke angefahren. Da sieht man, das Garderöhrchen hat das schon mal gemacht. Ah, ist auch bald soweit. Sehr gut. Bum, bum, bum. Genau, der. Da müssten wir auch mal so einen Triggerpunkt für bauen, ne? Dass der schön in die Halle reinfahren kann. Braucht der noch irgendwas anderes hier eigentlich? Irgendwie, ist da noch Milch oder so mal laden? Wir könnten hier mal Milch hinfahren. So. Du fährst dann bitte mal wieder zum Kleidung anliefern. Wobei, wenn der da jetzt hinfährt, dann fährt er wahrscheinlich die ganzen Paletten über den Haufen, ne? Oder hält er vorher? Man weiß es nicht. Gut. Wann war denn eigentlich Ölverkaufszeit? Ich habe so den Eindruck, dass wir total viel Öl da stehen haben. Ja, im Dezember, das trifft es ja gut. Also nächsten Monat. Dann haben wir das direkt noch mit drin im Verkauf hier, wenn hier noch was rauskommt. Und dann Butterkäse, Milch, Zucker. Läuft auf jeden Fall.
Ja, ich habe die Produktion immer angelassen, weil ansonsten vergessen wir es einzuschalten und dann ärgern wir uns wieder. You know the drill. Und dann fehlen jetzt eigentlich nur noch hier die Baumwolle zum Fertigmachen. Da können wir auch mal eben schon mal so einen Transporttrecker klar machen. So. Komm, dann nehmen wir den. Der steht ja eh gerade hier und kann noch nichts anderes machen. Noch die Frage, ne? Wenn wir uns da jetzt ein anderes Feld ausholen oder so, ob wir dann auch nochmal das irgendwie zusammenlegen und da eine kleine Halle hinbauen, wo die Maschinen, die wir dafür brauchen, dann stehen. Aber Mensch, ey, das ist so viel zu tun mittlerweile, ne? Auf was wir alles achten müssen. Weil da haben wir schon ein paar Sachen vergessen. Die armen Tiere. Ich hatte übrigens dazu ja mal gefragt oder Anmerkungen gemacht, die natürlich richtig gestellt wurden. Zum Thema, wie ist das in der Realität mit diesen Baumwollkarren? Und ja, die sind wohl wirklich so, ne? Also, dass man da irgendwie so komisch dann daran fährt mit dem Aufladen, Abladen. Habt ihr zumindest so geschrieben. Danke auch da immer wieder für die sachdienlichen Hinweise. Und dann würde ich sagen, einen machen wir hier unten rein, einen machen wir oben rein, denn oben läuft die auch noch, ne? Shoot the yard. Na komm. Dann machen wir den erstmal nach oben. Wo war denn das? Wenn ihr mal so einen Trigger vergessen habt übrigens, ganz easy. Ihr seid in der Maschine drin, wisst den Trigger nicht mehr. Dann einfach den hier machen. Und dann steht er hier schon drauf, ne? Gut. Dit läuft auch noch. Können wir den schon mal einsortieren? So. Und irgendwas muss schon mal entladen werden. Oder mal gucken, was das wieder ist. Ist eigentlich dieser Mistwagen, den wir ja holen wollten. Da so der Kombiwagen, ne? Für Mist und Aufladen ist der eigentlich niedriger. Lass doch mal gucken. Mhm. Sind ja diesmal doch ein bisschen mehr Trauben, ne? Die letzte Bahn quasi fast nicht reingeht. Jo. Gucken wir mal. Sind eigentlich die Geräusche realistisch? Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, ich hatte es ja erzählt, ne? In der Schweiz oben dann im Shigimigi. Da waren auch alles Elektrofahrzeuge dann. Oder auch in diesen Parks, ne? Wenn man diese Freizeitparks fährt, da ist ja dann auch häufig sind das dann Elektrofahrzeuge, weil die einfach nicht so einen Krach machen, ne? Das ist schon ganz gut. Neben den ganzen anderen Vorteilen, die natürlich Elektrofahrzeuge haben. So.
Dann bitte einmal Apladin. Ja. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. An dieser Stelle ist jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt's wie immer und gewohnt jetzt sofort auf Garderobe Plus. Tschüss.